Auf dem Plauener Klostermarkt hat nun auch die vorweihnachtliche Stimmung Einzug gehalten. Am Freitagvormittag ist der Weihnachtsbaum eingetroffen. Der Fahrer des Tiefladers hatte Millimeterarbeit geleistet. Ebenso der Kranführer. Behutsam ließ er das kostbare Stück über den Platz schweben. Rückblende. Wenige Stunden zuvor in der Plauener Mommsenstraße. Hier hatte der Baum gestanden und wurde von den Profis gefällt. Alles verlief nach Plan, Routinearbeit für die Männer. Doch selbstverständlich ist das nicht, wie eine andere Fellaktion zeigt. Dieser Baum stand in Jössnitz und war für den Altmarkt vorgesehen. Zunächst verlief alles nach Plan. Die Kameraden der Feuerwehr standen bereit, um den Transport in die Innenstadt vorzubereiten. Anfangs sah alles noch gut aus, doch beim Umlegen passierte es. Plötzlich hing ein kopfloser Baum am Haken. Das Holz war wohl ein wenig morsch. Damit hatte sich die Aktion Altmarkt an dieser Stelle erledigt und ein neuer Baum muss nun her. Das soll noch in dieser Woche geschehen.